29. Mai. Heute ist alles glatt verlaufen. Die Schicht verlief ohne Probleme. Abgesehen von der furchtbaren Hitze hier. Schreckliche 55 Grad. Wenn wir von Übertage nicht zu trinken bekämen, würden wir alle vor Durst tot umfallen. 30. Mai. Einer der drei Luftschächte scheint verstopft zu sein. Die Männer meinen, irgendetwas steckt darin fest. Das würde die schreckliche Hitze erklären. Ich muss heute Nachmittag zu den Luftschächten und die Sache überprüfen. 31. Mai. Etwas hat Luftschacht 2 völlig verstopft. Es wird eine Weile dauern, bis wir das Hindernis entfernen können. Es ist fast in der Mitte des Rohres und ziemlich groß. Morgen werden wir erfahren, was die Hitze hier drinnen verursacht hat. 1. Juni. Heute haben wir endlich herausgefunden, was den zweiten Luftschacht blockiert hat. Es war eine Leiche. Einer der neuen Arbeiter ist wohl in den Luftschacht gefallen. Noch kennt niemand seine Identität. Die Leiche muss schon ziemlich lange da drin gesteckt haben. Und das bei der Hitze hier. 15. Juni. Die letzten 14 Tage waren ruhig. Keine großen Schwierigkeiten. 18. Juni. Der alte Morton ist verrückt geworden. Man fand ihn am Ende des neuen Stollens. Er saß einfach da und starrte ins Nichts. Niemand hat aus ihm einen vernünftigen Satz herausbekommen. Er murmelte nur ständig etwas von einem Gespenst. Vielleicht hat er zu viel Gas eingeatmet. Ich ließ ihn zum Arzt bringen. 19. Juni. Heute Nachmittag hatten wir wieder so einen Zwischenfall mit einem Gespenst. So ein Unsinn. Hier muss irgendwo ein Gasleck sein. Morgen früh lasse ich die Werte messen. 22. Juni. Wir haben im ganzen Stollen gemessen und nichts gefunden, kein Gas. Aber drei weitere Männer mussten heute über Tage gebracht werden. Niemand weiß, was ihnen fehlt. Sie erzählen den gleichen Blödsinn wie der alte Morton. Wenn das so weitergeht, wird die Mine geschlossen werden müssen. Und das wird Fuller gar nicht gefallen. 23. Juni. Heute habe ich eine ganze Stunde dafür gebraucht, diese Feiglinge zu überreden, in den Aufzug zu steigen. Niemand will in dem neuen Stollen arbeiten. Alle haben Angst vor dem Gespenst. Ich musste ihn schließen. Sonst wäre keiner mit in die Mine gekommen. Tag 1. Etwas Furchtbares ist passiert. Ich habe seltsame, verdammt seltsame Geräusche aus dem Fahrstuhlschacht über mir gehört. Und dann passierte es. Ein markerschütternder Schrei und ein unglaubliches Krachen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten oder Stunden inzwischen vergangen waren, aber als ich wieder zu mir kam, lag ich auf der anderen Seite des Raumes und mein Mund war voller Dreck. Ich glaube, ich habe mir einige Rippen gebrochen und mein linker Arm ist so angeschwollen, ich kann ihn kaum bewegen. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Zustand aus dem Fahrstuhlraum kriechen kann. Tag 2. Es ist sinnlos. Alle Versuche, hier rauszukommen, waren umsonst. Etwas muss auf die Klappe am oberen Ende der Leiter gefallen sein. Verdammt! Die einzige andere Möglichkeit, hier rauszukommen, ist mit dem Fahrstuhl. Aber er funktioniert nicht. Ich hoffe, dass jemand die Klappe von außen öffnet. Sonst... Ich habe Angst. Tag 3. Ich schätze, dass ich inzwischen schon seit 3 Tagen in diesem verfluchten Loch stecke. Ich habe großen Hunger. Aber der Durst ist noch schlimmer. Gott sei Dank ist es hier feucht. Ich trinke das Wasser aus den Pfützen unter den Leitungen. Mein Arm schmerzt so. Ich kann ihn gar nicht mehr heben. Mir tut der ganze Körper weh vom Schreien. Aber niemand kann mich hören. Die einzige Möglichkeit ist dieser verdammte Deckel oder der Fahrstuhl. Aber von hier aus kann ich nichts machen. Was für eine Ironie. Tag 4. Ich werde schwächer. Ich weiß, dass ich es nicht mehr lange mache. Mein Arm pocht vor Schmerzen und mir gehen die Kerzen aus. Das Licht ist nur ein Geflacker. Wenn ich nicht bald gefunden werde, sterbe ich an Blutvergiftung. Verhungere oder verdurste. Ohne Licht wird es noch viel schlimmer als jetzt. Ich weiß, dass dies meine letzten Worte sind. Aber ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Vielleicht einfach, wenn jemand diese Zeilen hier findet und mich über Tage bringt, bitte beerdigt mich ordentlich. Lebe wohl. Wie traurig. Aber warum ist niemand gegangen, um ihn zu holen? Ich meine, er hat doch Arbeitskollegen und alles. Tja. Sehr traurig.
Egal, wir gehen jetzt hoch. Das Leben muss weitergehen. Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten. Aber wie? Nimm die Pläne und guck drauf. Ich werde versuchen, ihn mit Hilfe dieser alten Pläne betriebsfähig zu machen. Jetzt läuft der Antrieb. Hoffentlich funktionieren jetzt die Kontrollen im Fahrstuhlraum. Kaputt. Ich glaube, das könnte funktionieren. Nichts. Es klappt immer noch nicht. Aber warum nicht? Oh, da ist ein Loch. Dampf zieht durch eines der Rohre. Dieses Loch sollte ich mit etwas verstopfen. Ich würde mich verbrennen. Ach, Samuel, du bist eine alte Heulsuse. Wie geil die Beine aus dem Boden wachsen. Ja, genau. Klopf deine teure Designerjacke ab. So. Das kommt jetzt ins Wasser. Damit der Herr sich nicht seine Pfötchen verbrennt. Ich habe den Lappen angefeuchtet. Ja, fein. Jetzt haben wir einen schmutzigen Lappen mit schmutzigem Wasser. Da kriegen wir hoffentlich dieses dusselige Leck gestopft. Und lauf nicht immer so über den Schädel. Das tut dem doch weh. Ich habe weh. Das Loch im Rohr geflickt. Das ist mein Mauszeiger. Verflucht. Die Maschine hat die volle Leistungsaufnahme nicht verkraftet. Ist jetzt eine Sicherung rausgeflogen? Eine Sicherung ist durchgebrannt. Eine Sicherung ist durchgebrannt. Wir brauchen jetzt also eine neue Sicherung. Aber wo finden wir Vielleicht die? Ist es nur eine durchgebrannte Sicherung. Vielleicht ist es... Ja, das hatten wir schon. Hier irgendwo... Ich weiß gar nicht mehr, wo es die gibt. Wir gehen erstmal wieder hoch. Da drüben ist es zu dunkel. Ich bleibe in der Nähe des Lichts, das von oben kommt. Genau, weil du ein Schisser bist. Wobei ich muss sagen, in dieser Mine hätte ich auch verdammt Schiss. Gespenster hin oder her. Vielleicht kann ich versuchen, eine Sicherung aus diesem Kasten für den Generator im Fahrstuhlraum zu benutzen. Hier gibt es sie. Die Tür ist abgeschlossen. Genau, dann nehmen wir jetzt wieder hier unser tolles Werkzeug. Das ist super, ich will auch so eine Schachfigur haben. Ich werde versuchen, eine Sicherung aus diesem Kasten für den Generator im Fahrstuhlraum zu benutzen. Ich finde übrigens sehr schön... dass diese Bilder alle einen Rahmen haben, dass hier zum Beispiel so ein Gitter vor ist und hier die Kabel und weiter unten hier diese Felsen links und rechts. Also das ist schon ganz cool irgendwie. Ich weiß, das haben andere Adventure auch, aber das mag ich halt. Lasst mich doch. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon spiele. Naja, wenn es zu lang ist, mache ich zwei Parts draus. Mit dieser Sicherung müsste sie funktionieren. Ach so. Shit. Ich muss doch einen drunter auf den Knopf drücken, weil der hier oben ja kaputt ist. Ich glaube, das könnte funktionieren. Nichts.
Hä? Wie nichts? Muss ich die Maschine nochmal anschmeißen? Die läuft doch. Der Hauptantrieb läuft. Der Hauptantrieb. Was zum Teufel habe ich wieder vergessen? Ich dachte doch, ich hasse die Mine. Na komm, geh runter. Ich muss mal jetzt hier was drücken. Jetzt läuft sie mit voller Kraft. Ich sollte versuchen, den Fahrstuhl zu holen. Vielleicht funktioniert er. Dann komme ich endlich hier raus. Danke, das wollte ich hören. Seht ihr? Jetzt blinkt's da. Perfekt. Der Fahrstuhl ist betriebsbereit. Welch wunderbares Geräusch. Wobei der Fahrstuhl selbst auch irgendwie ganz schön gruselig ist. Also, ich kann verstehen, dass die Arbeiter da unten irgendwie Schiss hatten. Egal, freuen wir uns, dass dieses Ding überhaupt funktioniert und dass wir damit hoffentlich endlich hier rauskommen. Jetzt kommt gleich eine Szene, die ich an diesem Spiel echt überhaupt nicht leiden kann. Bei Nibiru, das ein Spiel von denselben Leuten ist, das direkt nach Black Mirror erschien, gibt es eine ähnliche Szene, die ich auch ganz, ganz furchtbar finde. Aber wir müssen es tun, weil wir sonst nicht weiterkommen. Endlich. Das ist das oberste Geschoss. Jetzt müsste ich ohne große Mühe hier rauskommen. Leider. Okay. Was gibt's hier? Wahrscheinlich war früher Dynamit darin. Sie enthält noch alte Zündschnüre. Nichts. Außer alten Zündschnüren. Und hier ist ein Gitter. Das Gitter wird von einer Kette mit Vorhängeschloss gesichert. Seht ihr das hier? Da zwischen den Stäben sieht ein bisschen aus wie ein Halloween-Kürbis. Mit bloßen Händen kann ich das nicht beseitigen. Dann schieß doch drauf. Ich muss gut zielen und die schwächste Stelle des Schlosses treffen. Ich würde näher dran gehen. Naja. Ha! Ein perfekter Schuss. Ja. Das Vorhängeschloss ist offen. Du bist mein Held. So, jetzt kommt gleich diese Szene, sobald wir draußen sind. Der Weg ist frei. Ich habe es geschafft. Glaub mir, mir tut es genauso weh, das zu spielen, wie euch es zu sehen. Das sieht nicht gut aus. Ich kann gar nicht hinsehen. Und er kann den noch nicht mal mehr anklicken und er sagt, es tut mir leid, aber ich musste es, sonst wäre ich zerfleischt. Nein, Samuel hat einfach keinen Sinn für sowas. Der latscht ja auch über. Ich zwängte mich durch das dichte Unterholz des Waldes und steuerte Skelette auf das Schloss zu. Heute hatte ich Glück gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es aus den Tiefen der Mine schaffe. Oh, Samuel, komm zu uns. Blub, blub. Du siehst furchtbar aus, Samuel. Ist etwas passiert? Seht ihr, Robert? Mund Nein, auf, Mund zu. Ich hatte bloß einen anstrengenden Tag. Mir geht es gut. Du bist ziemlich spät gekommen. Ich wollte mich mit dir unterhalten. Aber ich muss in Kürze zum Sanatorium aufbrechen. Jetzt? Mitten in der Nacht? Ja, es gibt ein dringendes Problem. Kannst du es nicht auf morgen verschieben? Leider nein. Worum geht es denn? Ich weiß es selbst nicht genau. Das werde ich feststellen, wenn ich dort bin. Es ist bestimmt nichts Ernstes. Mach dir keine Sorgen, Victoria. Komm bitte so schnell wie möglich wieder. Es gefällt mir nicht, dass du nachts bei diesem furchtbaren Wetter dorthin fährst. Es ist schon spät. Ich muss jetzt aufbrechen.
Wir sehen uns morgen, Samuel. Wiedersehen. Pass auf dich auf, Robert. Keine Sorge. Da schlurft er hin, der Robert. Ich breche morgen nach Wales auf, Victoria. In 2 Tagen kehre ich vermutlich zurück. Nach Wales? Darf ich fragen, warum? Oh, nur zu Besuch. Ich habe die liebe Eleanor schon lange nicht mehr gesehen. Ich schreibe gleich morgen früh einen Brief an sie. Kannst du ihn mitnehmen und sie von mir grüßen? Selbstverständlich. Danke. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer, Victoria. Ich muss mich ausruhen. Natürlich, Samuel. Ja, wir fahren nach Wales. Laut Williams Tagebuch ist der nächste Schlüssel im Schloss in Wales. Ich darf nicht zögern. Morgen breche ich auf. Ich mag die Szene in Wales, weil es da sehr, sehr schöne Locations gibt. Oh, und wir sind schon im 3. Kapitel von 5 oder 6. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube 6, aber nagelt mich nicht fest. Verborgenes Vermächtnis. Heute früh wachte ich schweißgebadet auf. Die Vergangenheit und meine Erinnerungen verfolgen mich bis in den Schlaf. Ich hätte nicht zurückkehren sollen. Ich bändigte meine Gedanken und beschloss, das, was ich angefangen hatte, zu Ende zu führen. Ich machte mich auf die Reise zum Schloss unserer Familie in Wales, um das zu beenden, was William nicht gelungen war. In der Hoffnung, dass Eleanor meinen Besuch nicht ablehnen wird. Ich weiß nicht einmal, ob sie sich noch an mich erinnert. Laut Williams Tagebuch ist der Schlüssel irgendwo im Schloss. Ich muss ihn finden. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich mit der Suche beginnen soll. Das Gitter ist abgeschlossen. So, was Samuel in Wales erlebt, zu tun hat und überhaupt, erfahrt ihr in den nächsten Teilen. Denn hier mache ich jetzt einen Schnitt und... ja, guck einfach mal, wie viele Parts ich jetzt schon an einem Stück gespielt habe.